Das ist so eklig. Das riecht total verbrannt, oder? Was geht ab, Freunde? Willkommen zum zweiten Teil unserer Filmzitat-Challenge. Yay! Dieses Mal mit dabei der Lars von CineTech TV und Mats von MoviePilot. Und wir werden uns wieder richtig battlen, wer so das krasseste Filmwissen hat. Und der, der keine Ahnung hat, der kriegt einen kleinen Stromschlag. Das tut überhaupt nicht weh. Das ist gar nicht schlimm. Ja, was gibt's da? Davon weiß ich nicht. Hier, komm. The Rules. Round 1. Ich weiß nicht, welche Creme die im Leichenschauhaus benutzen, aber die möchte ich auch. Oh Gott, verdammte Scheiße. Sag doch einer was, bitte. Jemand muss doch was tun. Jemand muss doch mal an die Kinder denken. Ich mach Merkel, ich sitz das aus. Lars. Was? Komm. Warum ich? Warum nicht? Okay. Ich bin Mann auf diesem Sofa. Okay, das war okay. Ach so, das klingt... Ah, ich will nicht! Das riecht wirklich verbrannt. Wie verhält sich das denn? Wie funktioniert das? Das tut so weh! Das riecht verbrannt. Das riecht wirklich verbrannt. Au! Das macht doch mal krisch. Grand Budapest Hotel wäre es gewesen. Können wir mal sehen. Ja. Round 2. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Das ist Casablanca. Richtig, ein Punkt. Round 3. Ihr werdet weder weinen, noch quengeln, noch lachen, noch kichern, noch niesen, noch rülpsen, noch furzen. Das ist zwar richtig, aber ich weiß nicht, aus welchem Film das ist. Obwohl einer von uns hat, glaube ich, auch schon gepupst. Krachenzähmen leicht gemacht, 2, aber es war es wahrscheinlich nicht. Nein. Was war denn das? Ich einfache verbesserlich 2. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Tut nicht mehr weh. Ist schon tot. meine Nervenzellen, das ist wahrscheinlich einfach, wenn man zu viel Michael Bay Filme guckt, dann sterben irgendwann die Nerven in der Hand auch ab. Ganz genau. Ja. Round 4. Jetzt nimmst du deine Fingerchen und zeigst auf dieser Karte den Ort, wo die Bockwurstparty steigt und wie viele Leute kommen und was sie zum Spielen mitbringen. The fuck? Mann, Alter, was sind das für Filmzitate? Ja, ich bin auch irgendwie, das ist keine Klassiker, oder? Das ist so... Ja, ihr müsst mehr Filme aus den 30ern aus meiner Kindheit nehmen. Was machst du da? Dan versucht Lars schon Tipps zu geben. mach mal Pantomime, das gefällt mir. Ja, genau, mach mal Filmscharade. Auch ein schönes Format. Pass auf. Ohne reden. Film über Alkoholiker. Wie erklärt man, dass man Juden umbringt? Die sich unter Dielen verstecken. Inglourious Basterds. Round 5. Du wirst dich entscheiden müssen zwischen deinen Kindern und der Zukunft der Menschheit. Ah doch, was ist das? Ja doch. Interstellar? Richtig. Ja. Hab ich nicht gesehen. Ja, fuck, ja, ich dachte, ich hab's mit was Unangenehmem verbunden. Und das war's dann auch. Ah, Entschuldigung. Round 6. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Typ, der einen Typen spielt, der sich als ein anderer Typ verkleidet. Das kommt mir zumindest schon mal bekannt vor. Fuck, bekannt. Tropic Thunder? Ja, ich war bei Zoolander. Spiel niemals einen Vollbehinderten. Ist das wirklich so in der Single? Ja. Round 7. Wenn es blutet, können wir es töten. Scheiße. Predator. Ach, richtig. Der Arnie. Nicht gesehen. Round 8. Ich dachte, sie wären tot. Ja, das höre ich ständig. Oh, ich kenne das. Das klingt voll nach... Ich sag's nicht. War es ein Star Trek? Nein. Oder war es... Starship Troopers. Wie lange auch? Starship Troopers? Nein. Nein. Okay, ich hab verstanden. Was denn jetzt? Alien 4. Ficken, ja. Ich mag den sogar. Ich bin einer von drei Leuten in Deutschland, die Alien 4 mögen. Und ich wusste es trotzdem nicht. Round 9. Niemand verarscht Jesus. The Big Lebowski. Ja, natürlich. Nobody fucks with the Jesus. Ja. Round 10. Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Auch das habe ich schon mal gehört. Ja. Aber das sagt man mir ständig. Wenn ich sie nicht gepickt habe. Ach, ich sag's einfach. Full Metal Jacket. Richtig. Verdammt. Halbzeit. Und nach der Halbzeit hat Bats 3 Punkte, Lars 3 Punkte. Ich habe einen. Trashy 1 Punkt. Round 11. Ein Mann, der keine Zeit mit seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann.
habe ich neulich sogar noch gehört, glaube ich. Das heißt, so lange kann es gar nicht her sein, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, aber ich möchte einfach mal wieder einen Stromschlag. Der Pate? Richtig. Immer was mit Familie ist doch immer irgendwie... Die Familie! Round 12. Niemand versteht die Cloud. Mann, ich habe absolut keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen, aber... Sextape? Richtig. Ah, fuck, ja. Natürlich! Logisch! Round 13. Wissen Sie, was ich am meisten an mir hasse? Dass ich weiß, wie Menschen schmecken. Ich weiß, dass Babys am besten schmecken. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gesagt habe. Aber es ist sofort ein Klassiker geworden. Turmschlag, Turmschlag, Turmschlag. Dann sag doch was Falsches, schnell! Du wolltest doch einen haben. Ja, aber wenn, dann möchte ich jetzt alle was haben. Snowpiercer. Ja, ich hab keine Ahnung, noch nie gehört. Nee, wirklich nicht. Snowpiercer ist toll. Oh, müssen wir nochmal, hatte ich nicht dran. So hart, ey. Boah! Mann, dann noch so asozial. So, gerieben ist es am schlimmsten. Oh. Also, das hab ich wieder ein bisschen gemerkt. Langsam kommt das Leben zurück in den Arm. Ich kann das gar nicht. Round 14. Sag was Cooles, wenn du sie wirfst. 1, 2, 3, was Cooles. Wo ist das? Ich kenne das auch. Oh Mann! Ich hasse das immer, wenn ich die Zitate schon mal gehört habe, aber nicht mehr weiß. Spielt James Franco? Oh! Nee. Spielt James Franco? Oh, dann war es gerade. 22 Jump Street wär's gewesen. Oh, hab ich nicht gesehen. Der ist auch gut. Ich hab den auch gesehen. Das ist viel peinlicher, dass ich es nicht weiß. Ah, ich will nicht! Ah. Dieser Sadist! So ein Wichser, Alter! Ah! Lügenpresse, Lügenpresse! Ich mach ihn! Ich will nicht! Okay, okay. Ich kann sowas gar nicht. Das ist so eklig. Das riecht total verbrannt, oder? Round 15. Es ist eine verrückte Sache, sich zu verlieben. Es ist irgendwie eine Art gesellschaftsfähige Geisteskrankheit. Boah. Was groß denkt ihr da euch? Das war jetzt wirklich scheiße. Ich dachte, du würdest mich verarschen, deswegen bin ich nicht direkt dran. Okay. Hä? Scheiße! Round 16. Ich arbeite nur in schwarz und manchmal in ganz, ganz dunklem Grau. Fuck. Ich will aber null Plan haben. Lego-Movie? Richtig. Verdammt! Round 17. Ich bin Olaf und ich liebe Oma. Verdammt, wer was war denn? Frozen! Ja. Round 18. Werwölfe, keine Streitwölfe. Wie heißt dieser neuseeländische Vampirfilm? Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Round 19. Es gehört in ein Museum. Auch das? Es kann auch alles sein, so gefühlt. Belongs in a museum. Ist das Indiana Jones und der dritte Teil, Indy 3 halt, mit dem Kreuz. Der letzte Kreuzzug, ja. Genau. Wobei ich beide hätte gelten lassen, in Teil 1 sagt das auch schon mal. Ja. Final Round! Wir sind verloren. Wie viele Filme sollen wir da jetzt aufziehen? Oh Gott! Da lasse ich 6 Filme gelten. Was? We are doomed. Aber ich will geschlagen werden. Kriegst du jedes Mal ein? Nein, ich würde das Ice Age oder so sagen, keine Ahnung. Nein. Was C-3PO sagt es in jedem der Star Wars-Filme. Stimmt. Ja, das ist das Einfachste. Ah, dammit. Wir sind. Wir haben einen Gewinner, Batz mit 8 Punkten. Trashy hat 1 Punkt. Ja! Zweiter Platz mit 5 Punkten. Also, das sagt mal wieder, dass ich noch sehr viele Filme gucken muss. Und ich, dass ich mir endlich mal merken muss, was im Film gesagt wird. Und ich, dass ich beim Movieplay weiterarbeiten darf. So, liebe Freunde des Internets, das war's mit unserer zweiten Filmzitat-Challenge. Hier vorne seht ihr die erste und hier unten kommt ihr zu unseren Sitcom-Dads. Und unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auch nochmal den Kanal von Scene Take TV und von Moviepilot. Und jetzt habt ihr eine grandiose Zeit auf YouTube. Abonniert den Kanal, schaut bei denen vorbei und wir sehen uns. Ciao! Ich hab rote Stellen. Oh Mann, meine Haut ist kaputt. Sie ist komplett im Arsch.